Schlagzeug spielen ohne Schlagzeug, das geht doch nicht. Und ob, das beweist der Beatboxer Robeat. Seine Spezialität ist es, durch verschiedene Mundbewegungen, Bassrhythmen und Naturgeräusche zu machen. Bereits in seiner Jugend hat der 32-Jährige das Beatboxen für sich entdeckt und jetzt zu seinem Beruf gemacht. Ich habe ihn in seinem Studio in Esslingen getroffen und wir haben über seine Heimat, Dialekte im Beatboxen und seine Lieblingssounds gesprochen. Wir sind in Esslingen, einer historischen Stadt in der Nähe von Stuttgart, zwischen Neckar und Weinbergen. Ein Ort voller Geräusche. Vogelgezwitscher, das Glockenspiel im alten Rathaus und der Wind, der durch die Bäume rauscht. Mittendrin der Beatboxer Robeat. Wie klingt für ihn diese Stadt, die er seine Heimat nennt? Soll ich jetzt das Beatboxen? Okay. Ja, so. Okay. Doch, ich glaube, das trifft's ganz gut. Na, ich war gerade auf den Weinbergen und musste dran denken, wie ich angefangen habe mit meinen Freunden. Wir hatten früher halt nicht viel, da sind wir halt auf die Weinberge gegangen und haben uns ein bisschen gefeiert und ich habe dort gebeatboxt und irgendwann mal kamen halt morgens die Vögel. Hier hat er sein Studio. Das erste, was im Raum auffällt, ist der Holzschreibtisch mit Computer, einem ausziehbaren Keyboard, Bühnenmikrofon, ein Mischpult und daneben zwei große Boxen zum Abhören seiner Sounds, die er hier produziert. Es ist ein warmer Tag und durch das offene Fenster hört man ein Flugzeug in Richtung Stuttgarter Flughafen vorbeifliegen. Wir warten kurz. Robeat nimmt es mit Humor. Ich kann hier eh noch ein paar Flugobjekte machen. Durch seine Auftritte bei Fernsehshows oder Veranstaltungen ist Robeat viel international unterwegs. Trotzdem ist er seiner Heimat treu geblieben und wohnt immer noch in Esslingen. Ich bin viel unterwegs und dann finde ich es eigentlich cool, an einen Platz zurückzukommen, wo man sich halt zu Hause fühlt. Ich habe aber auch in den letzten Jahren gemerkt, es ist eigentlich egal, wo ich wohne, weil es sind auch ein bisschen so die Leute, die mich umgeben. Und hier halt in meiner Heimat habe ich halt Familie, Freunde. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Also ich finde, Reisen ist immer super geil. Aber noch geiler ist es dann, danach nach Hause zu kommen und das zu verarbeiten. Beatboxing kommt ursprünglich aus der Hip-Hop-Szene in Amerika. Anfang der 90er ist es dann auch nach Deutschland herübergeschwappt. Die unterschiedliche Sprache hat einen Einfluss auf das Beatboxen. Das begünstigt dann bestimmte Rhythmen oder Sounds, sagt Robeat. Weil es beim Beatboxen aber keine Dialekte oder Akzente gibt, merkt man ihm deshalb auch nicht an, dass er aus Schwaben kommt. Aber man kann schon sagen, dass ein Beatboxer die ganze Welt in sich trägt. Also die ganzen kulturellen Einflüsse, die du beim Beatboxen hast, sind aus so vielen verschiedenen Ländern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Beatboxer aus Bulgarien denke, zum Beispiel, die haben zum Beispiel eine sehr schnelle Sprache und auch kulturell eine sehr musikalische, kulturelles Fundament. Und das hörst du dann auch in den Beats einfach oder in der Beatbox. Und hier in Deutschland gibt es dann den deutschen Schlager, oder was? Die Deutschen, die machen Schlager, aber viel Elektro. Also in Deutschland hast du halt viel elektronische Leute, die man dann... Also wenn du in Berlin in einen Club gehst, ist es meistens so. Wer denkt, Beatbox ist nur einseitig im Hip-Hop oder Elektro etabliert, dem beweist Robeat das Gegenteil. Mit seiner Beatbox-Begleitung auf der Karl Orff Meets Beatbox Tour 2020 zusammen mit der Bayerischen Philharmonie hat er Werken wie O Fortuna einen ganz neuen Klang verliehen. Mhm.
Ja, Beatbox und Klassik, das war schon immer so ein Traum von mir, das miteinander zu verbinden. Man muss dazu vielleicht sagen, ich war als Kind Musicaldarsteller und da war auch schon immer ein Live-Orchester. Also an jedem Abend hat er halt ein Orchester gespielt und das hat mich dann halt auch geprägt irgendwie. Und genau, und das war, fand das immer cool irgendwie. Ich habe auch bei mir zu Hause dann zu Klassikmusik gebeatboxt und das hat mir irgendwie immer gefallen. Wenn er mit einem Orchester zusammenarbeitet, liegt die größte Herausforderung darin, dass alle aufeinander hören und am besten mitschwingen können. Wie die Musiker bekommt Robeat dann auch seine Noten für die Beats. Die sind dann in Schlagzeugnoten angegeben. Der Komponist lässt mir in den Stücken teilweise Plätze für Kadenzen bzw. für Solos, die ich dann habe, die sind nicht notiert. Ich hatte auch schon ein paar Auftritte jetzt, wo ich das mehr oder weniger frei entscheiden konnte, was ich dazu mache. Genau. Und es ist ja auch eine geile Kombination, einfach dieses Traditionelle, das Klassische und die Beatbox, so wie ich sie mache, mit der Innovation, ist halt dann eine sehr spannende Crossover. Doch Klassik ist nicht der einzige Bereich, den Robeat mit seinen Beats aufmischt. Genau, mit Big Bands schon aufgetreten, mit A Cappella-Leuten, mit Stepptänzern, mit einem Saxophonisten, mit Percussion-Leuten, mit einer Drummer-Gruppe, also einer Opernsängerin. Ich finde halt Beatbox ist mega universell, das kannst du halt mit allem kombinieren. Und ich mag es auch total, alles auszuprobieren. Auch im Beatboxen gibt es für ihn noch viel auszuprobieren. Die Geräusche, die man nur durch verschiedene Mundbewegungen machen kann, scheinen endlos zu sein. Also ich finde halt gerade, wenn man Musik macht, das hört halt nie auf, sich da weiterzuentwickeln. Genau. Und ich übe also immer, jeden Tag, mehrere Stunden. Und es gibt zum Beispiel so die Lip Roll übe ich gerade. Das ist so ein Sound, den ich schon länger übe, aber auch noch nicht so, also noch nicht so lange kann, vielleicht so ein Jahr ungefähr. Also ich musste den 1,5 Jahre üben, bis ich den konnte. Und jetzt übe ich den halt. Wenn man schon 3 bis 6 Stunden am Tag übt, sollte man auch auf einige Sachen achten. Man muss sich nicht unbedingt aufwärmen, weil die Gesichtsmuskeln eh schon den ganzen Tag aktiv sind. Also du kannst einfach gleich anfangen. Weil Pizzakatze kannst du ja auch machen. Ja. Ist ja easy. Wir probieren es zusammen aus und es klappt auch ohne, dass man davor jemals gebeatboxt hat. Trotzdem sollte man vor dem richtigen Üben ein paar Sachen vom Speiseplan streichen. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die begünstigen das Beatboxen, ein paar Sachen, die sind nicht so günstig. Zum Beispiel Nüsse sind voll gefährlich, finde ich, wenn du dann so starke Sounds hast, wo du einatmest. Also ich habe mal vor dem Auftritt Nüsse gegessen und dann habe ich gemacht und dann sind mir die ganzen Nüsse in den Hals geflogen und dann war meine Beatbox auf einmal so. Und das war dann halt ungeplant. Also es war schon cool, aber es war nicht so angenehm. Kälte mag der Hals auch nicht so gern, deshalb lieber auch kein Eis essen. Im Sommer ist das blöd, aber Robeat holt sich dann einfach nach dem Beatboxen sein Eis. Es gibt so viele Beats und Geräusche, die man lernen und selbst ausprobieren kann, doch Robeat kann sich ziemlich schnell für seine 3 Lieblingssounds entscheiden. Also der erste ist Grillen und Chillen. Der zweite ist Crab Scratch Transformer, nennt man den. Und der dritte ist die Tussnare. Und wie klingt das, wenn man das alles zusammen kombiniert? Puh, ja. Kombinieren ist geil.